Hallo. Servus. René sitzt zwar hier, aber nur sinnlos. Ja, weiß ich nicht. Unten in der Regie ist gerade kein Internet oder so, ja, vielleicht. Ich wollte hier ein bisschen chatten. Chat for free, ASL. Ja, ich weiß nicht, du machst da irgendwas? Ich setze mich mal hier in die Mitte dann. Jetzt geht's. Ja, wir haben ein kleines Problem. Und zwar hatten wir das zweite Halbfinale ein bisschen nach hinten geschoben, sofern es jetzt auf dem Trainer mal spannend geworden wäre. Ja. Leider haben, oder was heißt leider, Mystics ist fast drüber gefahren, ist so mit im Halbfinale. Und ja, jetzt warten wir gerade drauf oder klären gerade, ob denn Wise Wizards und E-Wave beide da sind, dass wir auch schon früher anfangen können. Okay. Die Wise Wizards sind anscheinend da, die können, aber E-Wave fehlt noch. Kommen wir mal. Wann würde es theoretisch, also auf wann war, ist es jetzt gelegt? Also angesetzt war es auf 18.20 Uhr. Ja. Wenn E-Wave da ist, können wir, glaube ich, sofort starten. Okay. Aber vielleicht sind die sich ja nochmal einen Döner holen gegangen oder so. Man weiß es nicht. René, du sollst nicht mit Mädchen hier chatten. Klär doch mal. Ach so. Ja, das kann ich ja nicht. Ist ja überraschend, dass es überhaupt mal an ist. Die Scheiße. Ständig gehe es hier einfach mit 20% aus. Du hast nicht mal, ja, stimmt, du sitzt hier, hast nicht mal ein Mikro. Was ist das hier? Was? Weiß ich nicht, was du da auf deinem Rechner schon wieder gemacht hast. Niemals. Niemals habe ich über TeamViewer was an deinem Rechner gemacht. Auf gar keinen Fall. Ja, wir warten immer noch da auf eine Info. Ja. Das heißt, im schlimmsten Fall haben wir jetzt eine Stunde zu überbrücken. Das wäre aber gar kein Problem. Sophia schickt mir schon wieder Sprachnachrichten. Ich habe jetzt drei, Paul. Ich weiß nicht, ob er mich hört. Kann er mich hören? Ich weiß nicht. Jetzt ich höre dich. Ja, schön. Ich höre dich sehr gut. Das habe ich echt nicht aufgemacht. Ich gucke mal. Scheiß YouTube. Das habe ich schon Max so in meinem Rechner. Irgendwelche Schlümpfe über den Pimmel ziehen auf YouTube. Ist das ein Song? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das nur. Ich habe es nur gesehen. Ich guck's mir jetzt an. Aber du kannst es ja nicht hören. Ja, ist egal. Du musst. Ich mag Pimmel oben eingeben, dann kommt das. Ist eine Vermutung. Das ist eine reine Vermutung, wenn du. Nur zufällig reine Vermutung. Schlümpfe über den Schniedelwutz, Penis, männlich, Glied. Ich liebe dich. Was guckst du da? Ich hab das nicht, achso doch, ich hab's angemacht. Doch, man, du. Man sieht nicht, was? Nee. Man sieht nicht viel, glaube ich. Aber nur ein Schlumpf. Was ist denn da los? Okay. Ich hoffe, es wird nicht abgegriffen gerade. Nö. Das ist jetzt schneller eskaliert. Ja. Ach, das ist alles noch im grünen Bereich. Das ist alles noch im grünen Bereich, sagt Jura-René. Leider kommt das Jura bei apropos dir von der, hier mit der Tomate, ne? Ich weiß nicht, da sind die Leute sich ja nicht, die Botaniker sind sich da sehr uneinig und streiten immer noch, ob es eine Frucht ist oder ein Gemüse. Mit welchen Botanikern hast du gesprochen? Im Chat mit dem Botaniker. Max, den Botaniker. Ja, ja, bei dir kommt halt das Jura-René auch von der Kaffeemaschine und nicht von dem Studium, ne? Nee. Guck mal hier, deine E-Mails. Oh ja. Ja, in meiner Schulzeit hieß es noch, Tomate ist ein Gemüse und damit bleibe ich so. Was ich in meiner Schulzeit? Kann das mal jemand nachschlagen, wann sich die Welt entschieden hat dazu, dass die Tomate eine Frucht ist? Mein Lehrer war ja auch dann schon, und der hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt, von daher. Meinst du, er hat da ein paar Granatensplitter abgekriegt oder was? Ja. Guck mal wie dunkel toll, ich bin. Oh toll, mich ja da. Meta. Inception. Ja, wir warten immer noch auf eine Antwort von den Jungs. Oder Mädchen, man weiß nicht. Vielleicht ist auch ein Mixteam. Hatten wir auch im Turnier, sind nochmal rausgeflogen. Tomate sind Obst. Guck. Tomaten sind Obst, ja. Kann hier Paul noch eine Umfrage machen? Tomaten. Obst. Tomaten sind Gemüse. Nein. Frucht oder Gemüse? Google das doch mal. Die wachsen aus Pflanzen im Boden. Also und aus so wachsen, kleinen Sträuchern. Und wie wachsen Erdbeeren? Die Erdbeeren sind übrigens Hülsenfrüchte. Die könnten, ja. Die könnten gut in so einer Hülsenfruchtmischung. Ich sag nichts mehr. Deswegen sagen sie ja, es sind Fruchtgemüse. So ein Mix aus beiden. Wer sagt das? Das Internet. Das Internet! Google das jetzt! Das Internet lügt nicht. Da. Ist jetzt eine Tomate eine Frucht oder ein Gemüse? So entscheidet man das nämlich. Mit Frucht, denkt ihr, die Tomate ist eine Frucht? Oder Ausrufezeichen CSGO, Gemüse. Ist die Tomate ein Gemüse?
Jetzt werden wir das aufdecken und dann ist es auch so. Dann ist es, wir legen das jetzt fest. Wir definieren das jetzt für mich ist für die so. Welt. Und ich gucke auch nicht in den Chat, ich will mich nicht spoilern lassen und ich bin auf das Ergebnis sehr gespannt. Ja, wir gucken uns lieber hier ein bisschen Backstreet Boys an. Backs. Wunderschönes. Wer hat das eigentlich geändert? Ich Ach, guck mal hier, ich, das ist auch ganz nett. Ja, danke. Ich hatte da mal Bunny als Hintergrund. Das hat irgendwer geändert. Ja, die Leute, die hier gezockt haben. Beanstag oder Beanstay, wie heißt das? Beanstag. Nee, wir waren letztens da. BND-Tag. Das ist immer, es ändert sich. Ja. Mal ist es, also es ist ja eh, wenn überhaupt, dann der Benz-Tag. Aber dann ist es meistens der Beanstag oder der Enstag. Oder ein A, G, D, Andi, Donny. Gunnar. Ja, irgendwann zocken wir da auch noch, René. Unsere Zeit wird kommen. Flo-Tag. Flo. Ach, Lars. Ja, Olli. Lars und Olli, genau. Ja, bitte. Spielen wir nur ohne Minecraft. Das ist die Idee. Ich habe richtig eine coole Minecraft-Form, muss ich Budi erzählen. Ich habe da. Vielleicht könnten wir es irgendwie mit Ping-Pong noch verbinden. Mir fehlt Ping-Pong auf unserem Sender. Oh. Was? Das hat er gerade gefunkt. Ich bin gegen das Kabel gekommen. Gut. Aber ist alles noch an? Noch ist alles an, ja. Ja, heute habe ich nicht F12 gedrückt. Ich hatte vorhin, das war eigentlich gewollt, ich habe mit euch geredet da draußen. Ich habe gesagt, ich drücke nicht F12. Das habe ich auch gehört. Ja. Das haben auch alle da draußen gehört. Und ist noch offen. Das ging an euch da draußen. Heute drücke ich nicht F12. F12 ist die Taste, die hier nicht gedrückt wird. Sonst geht der Sender aus. Max hat auch schon gelacht. Der ist ja auch im Chat, ne? Max hat im Chat auch schon gesagt, dass ich mich jedes Mal bei dem Bumper erschrecke. Ach so. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Bumper-Sound hier drin sehr laut ist. Ja, sehr laut. Ja. Ich habe ihn extra laut gemacht. Herr Paul, hau mal das Ergebnis raus. Ich denke mal, ist jetzt die Tomate eine Frucht oder ist es ein Gemüse? Heute die Auflösung, dann braucht auch niemand drüber mehr diskutieren. Es ist eine Frucht! Nice, Menschen sind klug. Für mich ist es immer noch ein Gemüse. 59% ist jetzt aber auch nicht so eindeutig, ne? Nee, also gehöre ich zu den 41. Bin ich was Besonderes? Du bist was Besonderes, ja toll. Weil es aber Menschen, die irgendwie ein Chromosom zu wenig haben, sind auch was Besonderes. Ja, sind halt nicht die normalen. Ja. Gibt es, glaube ich, auch ein Fachwort für, das sollen wir aber nicht mehr sagen. Fachwort vor allem. Fruchtgemüse. Fruchtgemüse, ja, vielleicht bleiben wir doch dann bei Fruchtgemüse, weil so eindeutig ist es auch nicht. Schiebung, auf jeden Fall. Ich wette mit dem, wenn ich Tomate und Fruchtgemüse google, das taucht auf. Nicht erst seit heute. Wahrscheinlich. Aber wenn du Chemtrails googelst, dann findest du dazu auch Ergebnisse. Warte, war doch was. Fruchtgemüse, Wikipedia. Als Fruchtgemüse werden essbare Pflanzenteile bezeichnet, die gemäß unterschiedliche Definitionen haben. Du sollst mal kurz Discord checken. Ja? Das ist voll wichtig gerade. Guck mal hier. Da sind Fruchtgemüsen. Das ist alles Fruchtgemüse. Check jetzt lieber das hier. Nee, was? Wo ist es denn? Da unten, da. Da. Bei dem, ich stülp mit dem Schlumpf über den Pimmel. Ah, jetzt schreibt doch gerade einer. Telcor. Ist das einer von den E-Wave-Leuten? Ich glaube schon, ne? Kann sein, ja. Oh, Telcor. Er ist Typing. Dann können wir ja noch mal kurz zurückgehen, weil nur weil da ein Bild war. Ja, das sind doch alles Fruchtgemüse. Aber guck mal hier, zum Fruchtgemüse zählen. Auberginen, Kürbisse, Paprika, Gurken, Melonen, Tomaten, fuck. Also es ist 50-50. Dieser Artikel ist nicht hinreichend mit Belegen ausgestattet, so nämlich. Ab heute aber schon. Können wir beschreiben das nachher rein, wir editieren den. Jetzt und hat er nichts da rein, mehr geschrieben. RBTV-Umfrage hat ergeben. Gemüse. Ist ein Fruchtgemüse. Zu 46% aber nur. Wie haben wir das Game für den Lösung organisiert? Achso, ja. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Was hat das jetzt damit zu tun? Das dritte Platz wird gleichzeitig im Hintergrund laufen zu dem Finale. Also wenn die beiden Verlierer aus den Halbfinale sind, dann wird von Challenge Me die Leute eingeladen zu einem dritten Spiel. Das passiert im Hintergrund, die sollte eigentlich dann online sein. Genau, das übertragen wir aber nicht. Nee, das übertragen wir nicht, da gucken wir dann danach rein. Entweder ist das Finale schon durch und vielleicht sind sie in Overtime oder so, gucken wir nochmal natürlich in das dritte Match rein. Aber ja, mal gucken. Oh, wie would be ready? Das ist von E-Wave. Das ist E-Wave. Oh, schön. Nice. Und? Ja, ich mach mal mein Ding aus. Guck mal hier, wir können noch eine Kiste aufmachen. Nein, können wir nicht. Ich gehe da weg. So.
Fruchtgemüse, alles klar, haben wir auch geklärt heute. Man lernt auch was heute bei Cornerstone ja, spielen. Nicht schlecht, ne? Das ist toll. Ja, sind alle ready. Du, denke ich mal, hast sie da auf dem Zettel. Und du hast den Admin auch angeschrieben. Jetzt gerade, ja. Sehr schön. Alles klar. Nice. Beide Teams ready? Beide Teams ready. E-Wave und die Wizards? Denke ich mal. Fruchtweil, Fortpflanzung. Ach, der... Rockon X vielleicht. Erinnert mich hier an die beiden furchtbarsten Momente auf dem Sender auf jeden Fall. Wird mir direkt tatsächlich wieder ein bisschen schlecht. Heute? Wo, ich kann das gar nicht lesen. Da, du magst doch lieber Katzenfutter und Waffeln. Ach so. Nach dem Moin Moin habe ich ja tatsächlich gekotzt danach. Mhm. Ein Katzenfutter hätte ich gerne gekotzt, ging nicht. Da wird doch mal was richtig Witziges kommen. Was? Da wird noch was richtig Witziges kommen. Hast du schon wieder Quatsch gemacht da unten? Nein, habe ich nicht. Nächste Woche. Wollte ich schon mal auf Dienstag. Ach so, ja. Ketchup oder Ketchup? Das ist die nächste Frage. Ketchup? Ich bin raus. Wieso sollte das denn, wieso sollte das Ketchup heißen? Oh Mann, René. Ketchup oder Ketchup? Ich sag nie, also... Also, um 17.30 Uhr geht das zweite Halbfinale los. Dann ist die Lobby offen. Und dann können die Teams ihr Veto starten. Das ist ja schon voll bald. Ja, das ist 4 Minuten. Ja. Nice. Ja, also du hast ja schon durchblicken lassen, dein Favorit sind die Wizards. Wobei E-Wave, also ich glaube, das wird richtig knapp, oder? E-Wave war auch stark gestern. Ja. diesmal spielt er wieder, diesmal sind sie auch scheinbar vollzählig, ohne Stand-in. Ich denke, die Weiße Satz machen das. Ja. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das Ganze hoch ausgeht oder ob das knapp wird. Ja. Also es könnte auch knapp werden. Wir werden es sehen. Wie bekannt ist denn E-Wave in der Szene? Die spielen aktuell Div 3. Okay. Also dritte Division an der Damage-Liga. Könnten schon bekannt sein. Also, das heißt, Wizards könnten sich darauf vorbereitet haben, ja, was die spielen. Sonst hätte ich gesagt, das könnte natürlich ein Vorteil für E-Wave sein, weil man sich natürlich angucken kann, wie spielt Wise Wizards, was sind die Strats. Aber kann man dann natürlich bei E-Wave genauso, also ist nicht wirklich ein Vorteil. Können sich beide schön aufeinander vorbereiten. Das Ganze natürlich auch noch spannender macht. Das ist halt immer sehr interessant zu sehen. Ist ja sonst bei Pro-Matches halt so, dass natürlich beide von den anderen wissen, was sie normalerweise spielen. Dann kommt immer noch mal so ein Überraschungsmoment, eine neue Taktik, die sie noch nie gespielt haben. Immer, man kann gucken, wie kontern sie die Taktik, die bekannt ist, und wie reagiert dann wieder das andere Team auf den Konter. Sowas könnten wir jetzt auch erleben. Ja. Das wird geil. Das wird richtig sick. Das wird richtig, richtig sick. Wir können ja noch mal ein Vote starten. Was Lütschett denkt, Ausrufezeichen CSGO Wave, wenn ihr auf E-Wave tippt, und Ausrufezeichen CSGO Wizards, wenn ihr denkt, die Zauberer machen's. Haut raus, ich bin gespannt. Vielleicht ein bisschen gezaubert. Ja, also, zweites Halbfinale. Ich freue mich. Also, ich muss sagen, so als kleines Zwischenfazit bisher, ich finde es einfach richtig geil hier. Also, ich kann da wiederholen, ich würd gern täglich hier sein. Ja, ey, du bist auf jeden Fall sehr willkommen. Es macht sehr viel Spaß. Es ist super, dass du da bist und man natürlich ein bisschen Expertise hat und nicht nur Unfug von René und mir. Willst du damit sagen, dass ich scheiße labe? Jeden Montag um 21:30 Uhr bei Team Limited das beste Format auf Rocket Beans TV. Ich hoffe, dass das mit auf dem Stream war und ich das nicht alles wiederholen muss. Denn die Antwort lautet einfach nur ja. Und jetzt habe ich mich komplett vollgepitchert. Ja. Das ist aber eine knifflige Situation jetzt. Da war kein Tuch da. Ich bin gleich wieder da. Ja, wie gesagt, also... Bisher macht es richtig viel Bock. Wir haben schöne Matches gesehen. Wir haben auch
Matches gegen die jetzt nicht so spannend waren, aber ich würde sagen, bis dahin läuft es doch ziemlich gut. Und ja, wir haben auch zwei Best of Three vor uns, Halbfinale und Finale. Und ich denke, da ist auch Spannung garantiert. Jo, währenddessen sich jetzt mein Kollege gerade wohl mit Tüchern eindeckt. schauen wir mal ganz kurz in die Lobby rein, gucken wir, ob wir hier schon drin sind. So wie jeden Abend deckt er sich mit Tüchern ein. Ja, es ist zum Glück nicht so ein großes Problem, denn Raketenbrause ist sehr gut für die Haut. Ist jetzt eher schon, man sieht es sofort, hier ist die Haut ein bisschen jünger geworden. Das Problem ist jetzt eher, dass ich nachher, also gleich irgendwie in der nächsten Werbung oder so, mich komplett in Raketenbrause baden muss, damit ich nicht hier nur so einen Streifen, hier ist ja auch noch alles nass. Wurde vorhin nicht irgendwas von der Badewanne geredet? Ja, auf RBTV Kids. Als allererstes baden wir in Raketenbrause. Das wird spannend, sag ich dir. Hi, hi, hi. Das hat noch niemand gesehen. Man kann einfach auf YouTube füllt man Badewannen mit allem. Dann legt man sich da rein und dann ist das ein Video. Ja. Das ist dann Content. Mit einem YouTube-Hit. Und dann macht man 500 Millionen Klicks. Wir machen das hier. Und hier, wie viel sind denn hier eigentlich gerade am Start? Und mal gucken. Ging es nicht? Also ich hatte, glaube ich, mit René, glaube ich, gesprochen. Und da hieß es, ja, wäre cool, wenn wir dazu irgendwie die 1000 knacken oder die 2000, glaube ich. Also von daher, ja. Knackt. Dann fehlen nur noch wie viele 100.000 Follower auf Twitter, ne? Das ist richtig. Ich wollte gerade mal nachgucken, wie das da aussieht. Übrigens, also mal auch kurz quasi bisschen Behind-the-Beans-Content. Sophia hat mich gerade angeschrieben. Ich habe gesagt, ja, hier, wir übertragen doch das Turnier. Ich sitze da. Es hält sie aber nicht davon ab, mir 14 Nachrichten bei WhatsApp zu schicken, auf die ich jetzt nicht antworten kann. Sophia, wirklich? Das ist nicht so klug. Aber darum geht es ja gar nicht. Wir wollen nicht Sophia bashen. Sophia ist ein sehr netter Mensch. Sie tatsächlich. Wir sind bei 99.747, wie die Boeing. Also noch 253. Wir nähern uns an. Wir nähern uns an, Freunde. Macht weiter. Einfach alles retweeten. Erstellt Fake-Accounts. Das ist mir auch egal. Macht das. Erstellt einfach Fake-Accounts. Los, ihr habt doch alle 10 E-Mail-Adressen. Jeder hat 10 E-Mail-Adressen. Also ich habe 4. Du hast 4. Der Vote sagt, die Wizards machen's. 68% tippen auf die Wise Wizards. Ist schon der Favorit. Aber vielleicht kann E-Wave auch eine kleine Überraschung starten. Ich denke schon, ja. Wie die Früchte gerade, hätte man auch nicht unbedingt mitgerechnet. Und ich sage das immer einfach nur. Ich habe gar keine Ahnung. Da liegst du vollkommen richtig. Das ist vollkommen klar. Natürlich, E-Wave, wir haben gesehen, die haben auch ordentlich was drauf. Die haben ebenfalls gestern sich qualifiziert für Halbfinale. Und wer im Halbfinale steht, steht ja nicht ohne Grund. Wir haben es gesehen im ersten Halbfinale. Mystics hat gestruggelt, die haben gewankt. Also warum auch nicht die Wise Wizards? Ja, absolut. Und das befindet sich ja trotzdem auf einem ungefähr ähnlichen Niveau. Und da kann es immer mal sein, dass da jemand einen guten Tag erwischt, wer anders erwischt einen schlechten Tag. Dann bringt man vielleicht die Wise Wizards auch ein bisschen aus der Konzentration, wirklich? Wobei die eigentlich so erfahren sind, dass denen das nicht passieren sollte. Aber man weiß ja nie. Hier hat übrigens gerade Xaxx, spreche das richtig aus, gesagt, wir sind auch fast bei den 350.000 Abos auf YouTube. 349.317 sind es da. Ach, schaffen wir auch heute, oder? noch 600 irgendwas Abos und 200 irgendwas Follower auf Twitter. Und dann, ich sehe aus, als hätte ich Gelbsucht. Sagt jemand, das hat mich die Raketenbohne aus Schweiz. Wir könnten ja eigentlich einfach, um die 100.000 Follower zu erreichen, einfach noch ein Bild machen von uns beiden. Und das müssen dann die Zuschauer alle retweeten. Da kriegen wir doch voll viel mit, oder? Ja, müssten wir eigentlich, ne? Komm, wir machen jetzt live eins. Dauert ein bisschen, weil ja. Das Handy ist sehr alt. Paul ist hier langweilig. Das ist René. Sowas mache ich. Natürlich ist es René. Wir machen so rum. Ach so, warte. Mit der Kamera im Hintergrund, ja. So, das sieht man nämlich quasi aus unserer Sicht auch mal, wie das hier aussieht.
das, ich habe das fantastisch gemacht. Es ist kaum der Schatten von meinem Arm über meinem Gesicht. Das ist Content, Freunde. Den kriegt man nur bei Rocket Beans TV. So, hier werden noch fleißig Maps gewetot, während ich das jetzt schnell raushau. LOL. Road to 100k. Ja, das ist nicht schlecht. Oh, nicht 100J. Hashtag behind the beans natürlich. Damit niemand denkt, es hätte irgendein seriöser Social Media Manager oder so gepostet. Und dann verlinken wir doch nochmal Metzger CSGO. So, schön. Das teilen wir jetzt alle und dann erobern wir die Weltherrschaft. Genau. Alle liken, alle retweeten und dann kriegen wir 100.000 zusammen. Ich fühle mich wirklich wie so ein richtig ekliger YouTuber gerade. Like das, lasst ein Kommi da, lasst ein Abo da. Ciao, bis morgen, dann zeige ich euch eine andere Wimperntusche. Die ist auch cool. Eure Meinung, schreibt es in den Kommentaren. Mit Links tweeten wäre die Challenge. Bei 5.000 Likes geht das nächste Spiel los. Genau. Vorher starten wir nicht. Wenn der Tweet nicht 5.000 Likes hat, wir sitzen das aus. Ja, der Map-Veto ist noch im Prozess. Die lassen sich ein bisschen Zeit, die Jungs. Immer noch. Hast du da eigentlich auch Insights, dass dir jemand sagen könnte hinterher, wer was gepickt hat? Könnten wir fragen. Das fand ich nämlich sehr interessant. Es war ja tatsächlich beim letzten Spiel auch so, dass jeder seinen Pick gewonnen hat quasi. Und dann das dritte, ja, einfach die Früchte keine Chance hatten. Aber ja. Erstmal hat jeder seine Map gewonnen quasi. Richtig. Oh, vielleicht retweete ich das dann auch mal selber, das, fällt mir gerade ein. Mit gutem Beispiel gehe ich voran. Darfst du gerne machen. Oh, das ist, also ohne Scheiß, ne? Darf ich das überhaupt sagen? Entschuldigung. Man darf hier Scheiß, Arschloch, darf man alles sagen. Also ich muss sagen, ihr seid echt krass. Wir haben gerade mal eine Minute, das wo stimmt. Das Ding draußen ist. Wir haben schon 64 Retweets und Alter. 114 Likes. Also das ist echt, ihr seid echt krass. Das sind einfach die besten Menschen der Welt. Kannst du mit deiner Hand das hier machen? Ein Herz? Ja. Ach, das soll nicht so eine Überraschung sein. Ach so, wir machen jetzt ein Herz. Ach Mann. Nee, jetzt schäme ich mich. So, da wird immer noch fleißig gewehtot. Schauen wir. Immer noch nix. Ei, 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 ei. Das Ganze dauert wohl noch ein bisschen. Cesi fragt gerade, ob ich nicht mal Videos gemacht habe, wo ich Sau von Bullshit rede. Nein, nein. Nein, das klingt wirklich überhaupt nicht nach mir. Habe ich nicht. Ich habe mich ja auch nicht on-air tätowieren lassen oder so. Hast du das? Ja, das hier. Das hat Gunnar frei Hand auf den Oberarm gemalt. Okay. Und Gunnar hat die Beine selber tätowiert. Man sieht es ja auch ein bisschen, ne? Die sind ganz, ganz leicht verwackelt. Minimal. Ja, naja, ich habe nicht so viel Selbstrespekt. Jalle FCB fragt, ob es einen Second Screen für WrestleMania gibt. Da sind wir uns noch nicht so ganz sicher. Vermutlich eher nicht, tatsächlich. Mal schauen. Aber vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Aber es wird auf jeden Fall natürlich eine fantastische Podcast-Folge Clothesline dazu geben. Die würde ich mir anhören. Vielleicht, das überlegen Andreas und ich gerade, weil wir es wahrscheinlich beide nicht schaffen, das live zu gucken, werden wir es am Montag oder so dann nachholen und vielleicht einfach beim Gucken quasi den Podcast aufnehmen und man hat dann quasi einen Live-Kommentar. Ich kann doch hier wohl mal ein bisschen Werbung für meinen Podcast machen. Es geht ab. How you doing? Es tut sich noch nichts. Es tut sich noch nichts. Wir sind... Woran hapert's, fragt Timo hier schon die Admins. Nee, die Spieler. Die Spieler, ja.
Was ist da los, Junge? Wir wollen Counter-Strike sehen. Das bin aber nicht ich. Nee, das ist eher so Farid. Was? Was, warum, wo ist? Er soll weggehen. Counter-Strike. Was? Olli, schreibt Olli schon wieder Quatsch im Chat? Flo hat keinen Respekt für niemand. Olli, wenn, dann habe ich keinen Respekt für niemanden. Und ich habe wirklich keinen Respekt für jemanden, der so schlecht schreibt. Das ist wirklich unfassbar. Direkt das Licht abgedreht. Nein, Olli, ich liebe dich. Der Map-Veto hat begonnen. Als Info. Nice. Sind ready und voten. Ich will ja auch nicht, Olli, dass du... Letztes Mal saß Olli ja nämlich da, mit einem Menschen zwischen uns. Mhm. Das war nicht schön. Sonst sitzt Olli hier neben mir und dann fühle ich mich wohl. Und dann saß René da und dann hat es hier komisch gerochen. Das war alles nicht schön. Das hat Olli auch noch geschrieben, Flo schon wieder dicht confirmed. Solange wir hier nicht irgendwie Raketenbrause Wodka in Dosen abfüllen, noch nicht. Noch nicht. Es kommt noch. Ja, das ist doch. Ist wahrscheinlich aber schwierig, dafür so eine Lizenz zu kriegen, ne? Alkohol. So, wir haben unsere Maps. Nice. Das Ganze geht nach dem gleichen Schema vor wie bei Mystics. Das heißt, Mystics fängt an. Wir sehen allerdings nur die Picks, nicht die Buns. So, Mystics hat angefangen, also. Das ist aber das falsche Match, das du dir gerade angeguckt hast. Ja, schon klar. Ich entschuldige mich. So, Sekunde, wir gucken mal kurz, wie das da oben war. War hinten, okay. Das heißt, erster Pick, Mirage, wird wahrscheinlich von dem Wise Wizard sein. Mhm. Zweiter Pick ist Cash. Okay. Eventuell von E-Wave. Und als Designer Train. Oh, da freue ich mich geil, drauf. Geil! Hoffentlich geht es auf eine dritte Map. Das hoffe ich auch. Nice. Na gut, wieder Mirage. Und Cash. Aber die haben wir heute beide noch gar nicht gesehen. Richtig, ne? Heute noch gar nicht. So, von daher ist es in Ordnung. Finde ich gut. Cici sagt, ich sehe ein bisschen aus wie Karate-Andi mit dem Gesöff und der Cap. Ich nehme das mal als Kompliment. Ich finde ihn nämlich sehr gut. Aber mal kurz, ja, ich lese hier mal kurz private Nachrichten, ne? Lasst euch davon nicht irritieren. Mach du. Wir sind ja gar nicht live oder sowas. Alles gut. Also, ich bin nicht hier, um Leute zu unterhalten. Ich bin hier, um Counter-Strike zu kommen. Ja, also ich denke, E-Wave, die müssen auf Mirage jetzt, glaube ich, glänzen. Weil wir haben es gestern gesehen, die Wise Wizards haben auf Cash richtig krass gedrückt. Also, die waren da sehr, sehr confident. Mhm. Und ich glaube, die müssen, glaube ich, vorlegen. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ich finde Mirage, ich kann es eigentlich schon nicht mehr, also selber schon nicht mehr spielen, weil es eigentlich irgendwie immer, wenn man Mirage im Map-Pool mit drin hat, also jetzt mit Cash geht's ein bisschen, irgendwie Cash wird jetzt auch viel gespielt. Aber Mirage finde ich immer als T echt schwierig, wenn die CTs das gut spielen, weil alles eng ist. Man hat eigentlich nur in der Mitte mal ein bisschen Raum. Richtig. Ansonsten sind alles enge Gänge. Die Granaten müssen echt gut sitzen, um irgendwo mal hinzukommen und mal in ein Duell zu kommen. Und wenn die CTs das gut spielen, dann steht man halt da und kann nichts machen. So, wir haben noch mal das Problem. Wir müssen leider noch einmal rausgehen, weil wir wieder als Spieler drin sind. Wir haben einen Spieler. Oh nein! Sehr, sehr. Hey, nice, René. Ich bin stolz auf dich. Du hast es da im Griff. Ganz gute. Oh Gott. Natürlich! Ich hätte es nicht sagen sollen, dass ich das nicht gut finde, dass da alles so eng ist. Ich wusste, während ich es gesagt habe, dass es ein Fehler ist. Naja. Instant Karma. Entschuldigung. 240 sind es noch. Wird langsam aber sicher. Wir krabbeln uns dann ran. Dann hilft es doch schon mal immer ein bisschen. Ja,
Auf jeden Fall. Wie viel sind es jetzt mehr geworden? 6 oder so. Ungefähr. So. So, wir sehen bei den Vice Wizards das gleiche Lineup wie gestern. Derby, Lucker, Faven, Rux und Jin. Und bei E-Wave sehen wir Nice Ultimate neu dabei. YZ und Tired. Dafür stoppt ihr nicht mehr dabei. Ja. Der letzte Mann fehlt noch. Ja, Tired hat ja an, da werde ich jetzt mal ein bisschen genauer drauf achten. Sehr sympathisch, Leute, die in der Aufwärmphase mit Popflashs arbeiten. Ja, auf jeden Fall. Am besten noch irgendwie mit der Ave. Furchtbar. Furchtbar finde ich das. Wir haben auf jeden Fall schon einen Derby-Fan im Chat. Mal gucken. Oh, da geht's schon los. Ja, die Knife-Front ist da. Round. Die haben ja nicht mal alle Messerskins, die Noobs. Manche gehen halt gamblen. Kann man nichts machen. Ah, offensiv hier von E-Wave. Lass mich ein bisschen zurückdrängen. Oben Derby. Austin Palace. Jetzt geht's los. Nimm. Oh, das ist ein Fehler gewesen. Der ist down. Keine Chance. Da stehen sie alle um ihn rum. Rammen ihm alle ihr Messer in den Körper. Entschuldigung. Unprofessionell, ich weiß. Und ganz, ganz. Also, Professionalität wird hier groß geschrieben. Ja. Und Arbeitssicherheit. Das sind nämlich die zwei Sachen, die uns ausmachen. Ja, Faven angehittet, holt immerhin noch einen, aber dann Xoxo. E-Wave gewinnt die Knife Round. Wird vermutlich CT anfangen, würde ich mal sagen. Jo. Ja. Pow. Und los geht die wilde Fahrt. Erste Runde, viermal Kefta bei E-Wave, dreimal bei den Wise Wizards, gehen auf viele Granaten und gehen auf die Mittekontrolle. Nice ist da mit der USP, den ersten gesehen. Jin smoke erstmal Window up. Ah, nice, bekommt hier einen kleinen Tag. Und es geht Richtung B. Xoxo ist im Untergrund, B ist komplett nicht gedeckt. Nice muss also schnell schieben. Und die Wise Wizards sind schon drauf. Headshots fliegen nicht wirklich rein bei Nice. Muss aufpassen, wer entsteht gegen Lucker. Der Schaden ist da, 30 HP. Bombe aber gelegt. Und sie müssen den Retake versuchen. Sie müssen natürlich im 4 gegen 5. Haben einen kleinen Nachteil. Die Wise Wizards aimen überall ab. Die Headshots fliegen hier nur so. Xoxo auf 11 HP und YZ 1 gegen 5. Keine Chance, Derby. Und den letzten Kill der Runde. Und die Wise Wizards mit einer sehr, sehr starken Pistol-Round-Taktik. Krasse, krasse erste Runde. Wobei mich gewundert hat, dass die, also dass E-Wave das offensichtlich komplett anders gelesen hat. Ja. Weil ich meine, sie sehen einen Mitte oben, haben die Info. Dass es dann über kurz geht, ist ja jetzt nicht komplett unwahrscheinlich. Smoken aber selber den Connector ab, sodass sie nichts, dass sie das nicht mehr sehen. Und verschieben komplett auf A. Sagt sich jetzt natürlich so leicht. Ja klar. Aber also zumindest damit rechnen hätte man können, denke ich. Ja, schneller A-Take hier von den Wise Wizards, aber trotzdem heißt das 4 gegen 2 aus der Sicht von E-Wave. Also alles liegt hier an Faven und Rux. Und Faven ist alleine. Gegen 4. Kommt rum, aber Xoxo. Krass. Also auch da fliegen die Headshots mit den Pistols. E-Wave gleicht aus. 1-1. Ja. Kurz mal die Eco geholt. Ganz wichtig. Wir gucken uns das mal an. Krass, wir sehen 4 AKs in den Händen von E-Wave. Und das hat richtig wehgetan bei dem Wise Wizards. Oh ja, das ist das Schlimmste, was passieren kann eigentlich in der zweiten Runde. Verlierst die Eco und hast 4 AKs bei den Gegnern. Krass. Trotzdem kauft man komplett rein. Wieder. 3 Deagles, Scout und eine Tech. Smokes bereit für die A-Side. Mitte steht noch Lucker mit der Scout.
Man wartet noch. Ist es nicht aber auch komisch, in einer Anti-Eco 4 AKs zu kaufen? Ja. Schon sehr speziell. Und es geht trotzdem drauf. YZ ist da, verbrennt an ein bisschen. 93. Wizards kommen nicht wirklich raus. Granaten hageln rein, dürfte gut Schaden machen, sind angehittet. YZ zum ersten, kommt rum, schafft sich zum zweiten. Und sie können die Bombe erstmal legen. Trotzdem, CT-Spawn steht. Tired ist da. Aimt erstmal ab, bleibt defensiv. Bisschen nice, vielleicht noch ein, zwei Frags nehmen kann. Trotzdem heißt es 3 gegen 3. Ja, die machen das gut, machen es ganz zusammen. Xoxo und Lacker mit der Scout hinten gespottet. Billig schaut jetzt überall nach, versucht hier mit der Scout noch was zu machen. Schafft er nicht. Kein Bombplant, kein extra Geld. Und die E-Wave, die sich jetzt hier erstmals ein bisschen absetzen können. Ja. Und jetzt wird es in die Eco gehen für die Wizards. Wir sehen Pistol Eco Round. Deagle viermal Glock. Und Faven, der jetzt hier die Headshots drücken muss. Versucht's über Pedas. Schaut Richtung Stairs, Richtung Jungle, sieht nichts. Währenddessen in der Mitte schon zwei Spieler gefallen sind von den Wizards. Pusht Palace raus, weil sie weiß das. Ultimate schaut hier Richtung Mitte, passt auf. Und irgendwie müssen Lacker und Faven das natürlich noch versuchen zu holen. Natürlich, sie haben kein Equipment. Ja. Runde hat man vielleicht eh schon abgeschrieben, wenn jetzt drei Leute tot sind. Und von daher vielleicht noch Schaden mitnehmen, vielleicht noch ein Rifle safen, vielleicht einfach versuchen, auf ein paar Deagle-Headshots genau gehen, richtig. Ja. Oder halt einfach selber ein Brett kassieren. Wird gepusht, schafft's nicht. Na, die sind schon beide ziemlich schnell. Und ich glaube, ich glaube, die Wizards haben hier doch anfangs so ein paar Probleme. Natürlich 3-1, ist noch ganz am Start. Mhm. Kann noch in alle Richtungen ausschlagen. Jetzt wieder im Buy mit den AKs, Kevlar und Granaten. Hauptsächlich mit der Lacker schaut rein, muss aufpassen. Window steht, nice, schießt jemand in die Smoke rein. Und auch Connector. Die Smoke liegt perfekt für ihn. Dass er hier Underground offensiv decken kann und holt sich Derby ab. Keine Chance, der Trade Kill kann nicht kommen. Vorteil wieder für E-Wave. 5 gegen 4. Ah, jetzt endlich Chin. Brennt an auf 30. Haben schon viel Schaden eingesteckt. Also Lacker und Jin beide auf 30 HP runter. Nice auf seitens von E-Wave. Und hinten oben im Palace. Faven schaut auf die Leiter. YZ noch unten drunter. Traut sich hier nicht nach oben. Und die Wizards schieben langsam rüber Richtung A-Side, sind unten schon close an der Rampe. Das heißt, es liegt an YZ. Und da kommt der Headshot von Faven. Ganz stark im Palace gewartet. A-Side ist eingenommen. Jin schon im Jungle drin. Das heißt, nice, kann hier nicht einfach reingehen. Schaut, der Headshot fliegt nicht. 1 gegen 4, Bombe gelegt. Hat Kit, hat noch eine Flashbang. Trotzdem 4 Gegner, die er noch finden muss. Er weiß, Jin stand im Stange. Braucht rein, sieht ihn. Haut direkt sehr, ab. Sehr unlucky. Ja, trotzdem schafft das noch, Lacker mitzunehmen, aber jetzt weiß er auch, mehr kriegt er nicht. Ab in den Safe. Und er wird sogar noch von hinten abgeschossen. Was war denn das? Ist er nochmal zurückgelaufen? Der ist nochmal hingelaufen, um sich, glaube ich, eine AWP zu nehmen oder ähnliches. Das ist natürlich ärgerlich. Am Ende nur hingelaufen, um noch eine Flash aufzusammeln oder so und dann dafür gestorben. Das hat sich nicht gelohnt. Wofür lohnt es sich zu sterben? Eine sehr philosophische Frage. Könnt ihr im Chat diskutieren. Jetzt mal Doppel-AWP-Setup.
Tired auf kurz, Ultimate in der Mitte. Hat eine schöne Smoke liegen. Das heißt, sofern sie hinten rausgehen, könnte er was sehen. Bleibt lieber defensiv, schaut in Palace nochmal rein. Und die Wizards versuchen jetzt hier Mitte einzunehmen. Smoken sich Window ab. Vielleicht wieder aber kurz auf B. Mhm. Und da steht Tired und Xoxo. Die halten sich ganz zusammen. Kommen rein, Jin zum Ersten. Xoxo muss traden, lässt sie aber auf die Seite rauflaufen. Für den kleinen Vorteil gesehen. Komm, schießt hier durch den kleinen Schlitz. Die Shots nicht. Den Kill muss er haben. Jetzt endlich zum Ersten. Bombe down. Zum Zweiten auch noch. Und Laka kann endlich traden. Aber das hat wehgetan. 3 gegen 2. Ultimate kommt raus aus Kitchen. Pusht auf die Side. Von links wird abgeschossen von Derby. Und sie kommen und holen ihn. 1 gegen 2. Beide angeschossen. Beide sind sie fast One-Shot für ihn. Müssen das nur brillant spielen. Doppelt pieken. Er bleibt defensiv. Kommt zum Ersten. Vielleicht ein AWP durch den Stein. Nein. Holt den Doppelkill. Derby. Da ist er schnell, ne? Das hätte man aber vielleicht, also hätte man das defensiver spielen sollen auf CT-Side da, ihn reinlaufen lassen. Aber er kommt ja nicht natürlich. Ne? Gut, Bombe war gelegt, ja. Das heißt, sie mussten irgendwas machen, was man hätte machen können, dass man versucht, wirklich doppelt zu pieken. Ja. Also wirklich versetzt, dass beide die Vision haben und dann, falls der eine fällt, der andere direkt traden kann. Andererseits, sie waren beide angeschossen, das heißt, wenn sie beide hintereinander stehen, sind sie beide auch One-Shot. Ja, da ist dann natürlich schon. Wenn er dann einmal reinsprayt, hat er direkt beide. Richtig. Ja, Pistol Echo Round. Dreimal Kevlar, Smoke, Flashbang bei E-Wave. Aktuelle Spielstand 3:3, also alles ausgeglichen. Und jetzt die Wizards mit Doppel-AWP. Ultimate, Fuß gesehen. Faven muss ihn haben. Headshot fliegt. Alles kein Problem für ihn. Geben ihn die Kontrolle über Mitte. Erst wollen sie auf die Close Distance auflaufen lassen und da kommt Nice, ganz sneaky von hinten, sieht sie beide, holt den schnellen Headshot und Derby, was zu traden, schafft er nicht ganz. Jin noch im Window drin, 50 HP, kann sich irgendwie zurückziehen. Auch dann läuft fliegen rein. Die LK Headshot. 1 gegen 4. Xoxo weiß, dass Jin im Window stand. Der bleibt wieder defensiv. Er muss nicht pieken. Ja. Bombe ist gelegt. Einfach nur die Eingänge abcovern. Und Xoxo hier nicht die Möglichkeit geben, noch eine Waffe mitzunehmen. Tja, den Gefallen tun sie ihm nicht. Vermutlich, obwohl doch. Ja, Jin kommt noch. Hat eine AK in der Hand, aber auf kurz. Rax, natürlich, der weiß das. Er nimmt direkt Richtung B ab. Und Xoxo bleibt F. Ist jetzt gesandwiched. Die Zeit allerdings, die läuft gegen sie. Piekt. Und sie holen ihn noch. Millisekunden, bevor die Runde vorbei gewesen wäre. Ja. Immer sehr, sehr bitter. Und trotzdem war jetzt Geld für die Buy-Round. Bei E-Wave. Laka tops vorhin gerade mit der AWP. Schaut erstmal defensiv Richtung Connector rein, währenddessen E-Wave erstmal defensiv absmoked. Aktuell ein 1-3-1 Setup. Also decken hier die Mitte und Ultimate wird dafür belohnt. Und die Besitzer schaffen es erstmal nicht zu traden. Faven vielleicht jetzt. Ein HP. Da müssen sie sich aufpassen. Ultimate wieder erfolgreich. Den Faven rechnen nicht mit. Weil sie steht am Rande des Feuers. Und die Wizards müssen sich irgendwas überlegen. Bombe gedroppt. Könnte gehört worden sein von den CTs. Ultimate wieder close. Muss aufpassen. Rax steht links. Die Waffe nicht gesehen. Da kommt er um die Ecke, holt ihn aber. 19 HP, kann nicht getradet werden. Beide stehen sie vor B. Derby und Jin. Gegen Tired und Xoxo. Aimen ab. Richtung kurz. Im falschen Moment schaut er hier jetzt aus der Tür raus. Da kommen sie oben rum. Xoxo hat hier kein Glück.
Stehen close. Derby, Job drunter. Jin auch. Onside steht. Kann den Trackkill setzen. 1-1. Jawohl, er macht's. Doppelkill. Bombe kann gelegt werden. Natürlich kommen sie jetzt von Kitchen, von Apps. Nice ist da. Flashbang trifft ihn nicht. Jin peekt. Und das ist sein Tod. E-Wave lässt die Wizards nicht davonziehen. 4-4. Und da hat er gerade ganz schön Pech gehabt, der Jin. Ja, also ich meine, auch wenn es 1-on-3 war, aber 2 so super low. Richtig. Wenn nice. Er die schnell holt. Nice kam hier aus Apartments raus. Der Rest über Kitchen. Hinten, wenn er einfach defensiv geblieben wäre, hätte er oben abgeaimt. Hätte er vielleicht den Kill holen sitzen und dann vielleicht noch jeweils einen Shot gegen die beiden bereits angeschossenen Spieler. Wir schauen mal. Diesmal 5-Mann-Aufbau für die A-Side. Sind bereit, mit den Smogs rauszugehen. Hier kommt und die dürfte Richtung CT gehen. Fliegt gut, wunderbar. Ja, jetzt los. Nein. Wir könnten gerade das Bild nicht mehr wechseln. Aber du kannst dich umgucken. Du bist gefangen in der Smoke. Ja, ich bin in der Smoke gefangen. Was gerade nicht so cool ist. Ah, jetzt sind wir da. Wunderbar. Hallo. Ja, schöner Side-Take von der Wise Wizards. Sagst du einfach mal so. Wir haben richtig viel drauf und haben gelegt. Muss gut gewesen sein. Wir haben richtig viel gesehen. Xox ist alleine gegen 4. Und bleibt defensiv. Auch er hat nicht mehr wirklich viel Geld. 1200. Bombe geht hoch. Und immerhin kann er hier seine Waffen noch durchbringen. Das heißt, M4 gesaved, Kevlar gesaved, Diffuse gesaved und Doppelflash. Richtig viel Geld. Mhm. Und wir sehen es, E-Wave, geldtechnisch. Runde jetzt gewonnen. Sieht so gut aus. Ohne Loser-Bonus. Mhm. Danach die Anschlussrunde direkt wieder von dem Wise Wizard. Also geldtechnisch nichts drin. Und somit liegt jetzt die ganze Last auf seinen Schultern. Er hält B komplett alleine, währenddessen die Wizards wieder versuchen, über kurz ihre Mitte und Underground Mitte-Kontrolle aufzubauen, holen die ersten beiden Shots. Also wieder 5-3 Führung. Ah, sind auf kurz schon durch. Boosten sich auf die Box, um hier die Side einzunehmen. Sehen sie aber nichts. Onside steht nice. Close Distance und den ersten Match und den zweiten auch noch. Der macht das gut. Und alles liegt an Faven. 1-3. Nice. Auf 13 HP. Der Rest noch Full Life. Schaut Richtung Van. Hat den Springen gesehen, aber Xox hat ihn auch gesehen. Bombe abgesmort. Könnte er aufnehmen. Vielleicht rübergehen Richtung A-Side. Vielleicht kommt. Holt den ersten. Und schnell weg. Natürlich, jetzt ist die Frage, wo stehen die letzten beiden Spiele von EWF? Und wir sehen's. Die haben nur einen Rifle und daher geht's zusammen, um den Retrade, den Refrag instant sichern zu können. Und Faven faked wunderbar an auf A, smoked jetzt auf B. Ja, will sie damit rauslocken, aber damit wissen sie jetzt, da sie schon Richtung A gelaufen sind, das Ganze geht auf B. Wenn er jetzt hier nicht steppt, könnte er vielleicht noch die Runde holen. Kommt er schon zum ersten, 19 HP. Liegt an der Kante. Xoxo immer noch im Window drin, holt ihn, ganz sicher. Schöner Headshot und E-Wave auch mit weniger Equipment erfolgreich. 5-5. Ist das spannend. Es kann sich bisher noch keiner der beiden durchsetzen. Beide Seiten nochmal in der Byron. Genug Geld haben sie wieder.
eben durch die gewonnene Runde und eben bei den Wildcats durch die Runden, die sie davor gewonnen haben und den Bombplant. Hier der Aufbau für die Acer in der Mitte. Jin, der hier versucht, ein bisschen zu lurken, vielleicht ein bisschen die CTs auf sich zu ziehen. Ultimate hockt die In-Connector drin. Geht wieder rüber. Smokes gehen auf. Und Jin kommt von der Mitte. Die haben keinen Fokus auf ihn. Kommt zum ersten. Und der Vorteil ist da. Trotzdem, die Zeit noch nicht eingenommen. Der Nice steht noch da mit der AWP. Fast Doppelkill. Trifft die Shots nicht mehr. Und dann kommt wieder Jin vom Connector hoch. Muss aushelfen. 4-3. Vorteil ist da. Stehen zu seit dem CT und da kommt Jim wieder von hinten. Stepped laut, müsste gehört worden werden. Der Spellon sitzt, 50 HP. Vorpflecht kommt rein, guckt weg. Xoxo, 1-4, keine Chance. Also, wunderbares Play hier von Jim. Also, der Backstep bringt die nächste Runde aufs Konto. Ja, ja, einfach mal durch die Smoke gepusht. Ab und zu kann es halt auch gut sein, ne? So ein, wie gesagt, wenn man denkt, man smoked da ab und muss sich dann nicht mehr drum kümmern, weil ja keiner da einfach durchläuft, das dann halt doch einfach mal zu machen, kann manchmal so ein Gamechanger sein. Ja, und E-Wave, die wollen natürlich die Wizards wieder nicht davonziehen lassen. Gehen wir in den Ball rein, mit Pistolen, mit Kevlar, aber die Wizards pushen einfach raus in den Connector und holen sich ganz schnell Ultimate ab. Ganze wieder umstrukturiert. Es geht Richtung B, Richtung Lairroom. Erstmal schauen, sieht man was. Vielleicht mit der AWP auf die Long Distance den Kill setzen. Zoxo in Apps drin. CZ Close Distance gegen Derby. Aber verschiebt. Oh, ja, holt ihn trotzdem noch. Schafft's doch noch, den Headshot zu ziehen. Die wird er safe gehen. Die geht er auf jeden Fall safen. Vielleicht schafft es YZ hier auch noch mal. Ein Headshot zu ziehen, sieht in der Mitte Raven rumspringen. Und dann geht's doch endlich in den Safe rein. Aber sie pushen. Und das hört Xoxo. Kommt zum ersten. Nein, es reicht nicht. Faven ist da ein bisschen konstanter, was das Aim angeht. Und YZ überlebt. Trotzdem, der Rifle ist raus. Mhm. Natürlich jetzt die Wizards mit einer guten Chance, hier die Halbzeitführung für sich zu beanspruchen. 5-7. Pistol Ekeron bei E-Wave. Und Xoxo direkt mit dem Team Attack. Gegen genau den Spieler, der Kevlar hat. Also das ist nochmal doppelt bitter. Oh, schön. Und der Midstack. Pushen mit einfach nach oben. Faven ist da. Braucht gar nichts machen, denn Jin drückt hier die Headshots. Und wieder kurz auf B. Natürlich liegen keine Waffen da, die man mitnehmen könnte. Ja, sind ja nur die Mates gestorben. Ja, nice. Fällt immerhin close hinten am Durchgang für Richtung B. Und Faven macht genau das gleiche Spiel. Nur auf der anderen Seite. Sehen sich hier, stehen sich sehr, sehr nahe, die beiden. Ja, will aber nicht reingehen. Hätte schießt selbst links. Nice, komm, von unten. Ha, schade. Nette Idee, klappt nicht ganz. Richtig. Und somit Runde Nummer 8 für die Wise Wizards. So, jetzt aber E-Wave wieder in der Buy-Round. Mal gucken. Alter, das ist aber auch abartig, wie die drücken, ne? Ja, ich denke, die Wizards haben sich langsam warm geschossen. Das sieht so aus, ja. Also, die Shots sitzen wirklich gut. Faven wieder close an der Smoke. Smoke nochmal nach, denn die hat sich ganz gesessen. Vielleicht nochmal drüber. Und Tired. Ah, wenn er hier durch die Smoke durchgeschossen hätte.
Jetzt kommt er erst, aber viel zu spät. Und Rax mit dem Teamkill. Schöner Teamkill. Ich denke mal, zu verschmerzen, wenn man hier 4 gegen 2 spielt. Bekommt von hinten aus dem CT rein. Wird abgeaimt. Das ist nice. Der geht speichern. Verschwendet noch eine Smoke. Und stirbt sogar noch. Stirbt trotzdem. Letzte Runde, erste Hälfte. Force by Run bei E-Wave. Wir schauen mal ganz kurz aufs Scoreboard, um nichts zu verpassen. 18-7 bei Jin. 14-8 bei Faven. Ganz unten Rax mit 4. Und wir sehen bei E-Wave 11-9-11. Und unten Tired und YZ. Währenddessen Jin wieder sein Aiming unter Beweis stellt. Pusht einfach auf die Acer drauf. Hat Jungle gesehen. Pusht nochmal nach im richtigen Moment. Eine Granate in der Hand zum zweiten. Das ist ganz einfaches Spiel für ihn hier. Sind sie schon ein bisschen gierig? Ich meine, das ist ja eh die letzte Runde und egal. Da kann man auch mal durch den Molly laufen. Oh. Wollten sie ihn schon messern? Da war es Knife schon out. Ja. 10-5 zur Halbzeit. Also am Anfang noch sehr, sehr ausgeglichen. Immer 3-3, 4-4, 5-5. Und dann endlich konnten die Wizards sich ein bisschen absetzen. Ja. 5 Runden Führung. Und jetzt sind sie ja jetzt auf der City-Side. Also 10 Runden auf der T-Side, es ist schon mal eine Hausnummer. Ja, also ich bin sehr gespannt, ob E-Wave auch nur ähnlich gut auf T performt. Ich gehe eigentlich davon aus, dass die Wizards CT das Ding komplett dicht machen. Ich glaube kaum, dass sie da 10 Runden hergeben. Ja, geht schon in Richtung B. Granate ist raus. Macht gut Schaden an Tired. Und die pushen einfach weiter. Onside. Steht noch, kurz steht, Lacker zum ersten, kann getötet werden. Sie schaffen es auf dem 2 gegen 2, aber dann kommt von kurz Jin. Faven und Jin, 2 gegen 1. Nice, muss die Bombe irgendwie legen. Pushen ihn unnötig. Kommt den Ding. 30 HP. 3 Schuss in der Glock. Ja. Und der Headshot fliegt. Ja, also auch ein bisschen riskanter hier von den Wizards. Hier wirklich im 2 gegen 1 noch zu pushen, noch zu schauen, wo steht er überhaupt. Und damit eigentlich Gefahr zu laufen, selbst zu kassieren, selbst zu sterben und dann vielleicht die Runde noch abzugeben. Ja, und auch dann, nachdem er gemerkt hat, okay, der Headshot saß, spätestens dann hätte man defensiv bleiben können und wissen, okay, wenn er mir reinläuft, ich brauche nicht mal auf den Kopf zielen, irgendwie Brust ist One-Shot down. Stattdessen rennt man aber auf ihn zu. Wie Rax mit der Autoshotgun. Haben wir ja schon gesehen, gestern. Oh. Ultimate auch schon down. Boah. Wird gepusht. Derby, er sieht ihn in der Smoke! Oh, der hat ja gar nicht so viel Glück. 4. Also, das war mehr als nur Luck. Vielleicht bringt es gut von Jin. Wunderbar. Wieder 5 gegen 3. Und E-Wave, es läuft aktuell noch nicht ganz. Scheinen sich auch uneinig. Eine Smoke hat man. Jungle Smoke kommt. Ist raus. Pushen rein. Aber instant kommt hier der Kill von Jin. YZ fällt auf und da haben sie keine Chance gegen 3 auf der Side. Von hinten wurde schon durchgepusht. 12-5, die Wizards. Ja, die. Wenn jetzt noch deine Prediction stimmt, dass das die Map ist, die sie am wenigsten können, habe ich ein bisschen Angst vor der nächsten. Ja, ich denke, Cash wird auf jeden Fall sehr, sehr Wizards-lastig. Vielleicht müssen wir dann noch mal kurz mit den Landesmedienanstalten sprechen. Aber E-Wave, die halten sich gar nicht mal so schlecht. Also ja, also ich meine, die Piste gerade war auch nicht schlecht. Natürlich jetzt gegen die Rifles haben sie keine Chance mit den Glocks.
Ja. Sie müssen Sparrunde machen, aber sie haben durchaus am Anfang, ja, stand es 5-5, ich hoffe nicht aufgegeben und daher kann man da, denke ich mal, auf jeden Fall reinknüpfen. Ja, vielleicht die letzte Buyround. Vielleicht, ja. Ja, Tatsache, also am Anfang sind ja sogar in Führung gegangen, dachte ich schon, Mensch, vielleicht ein bisschen unterschätzt sogar die Jungs. Vielleicht war es auch das, dass tatsächlich die Wizards die ein bisschen unterschätzt haben und dann mal einen Gang hochgeschaltet haben. Da verliert direkt sehr viel Leben bei E-Wave, 2 Spieler 50, Jin erfolgreich in der Mitte. Und sie finden erstmal keine Infos. Also die Wizards peaken sehr, sehr offensiv, auch auf der City-Side. Ah, Ultimate vielleicht mit der Chance Richtung Kurz bekommt, aber durch die Smoke den Doppelkill hin. Starkes Spray. Und jetzt irgendwie sind es die Wizards in der Unterzahl. Rax fällt ebenfalls mit der Autoshotgun. Alles liegt an Derby. Eins gegen vier. Muss aufpassen. Der 9. Ultimate steht in der Mitte. CT-Spawn steht ebenfalls. Da ist Zoxo zugange. Bekommt eine Popflash ab. Und guckt im richtigen Moment nach hinten. Ah, Zoxo. Schaut nur Richtung Kitchen. Sie rechnet nicht damit, dass Derby hier drin steht. Steppt jetzt und da ist der Headshot. Die Bayern haben sie. Ja, das war stark, wobei man aber auch sagen muss, dass auch ein bisschen gegeiert von den Wizards. Also eigentlich unnötig rausgegangen in der Mitte. Klar holen sie den ersten, aber wenn man so offen steht, kann es natürlich einfach passieren, dass dann einer irgendwie Connector steht und zwei holt. Aber vielleicht haben die ja heute Abend noch was vor und wollen das schnell beenden. Pen and Paper? Ist der Baron in der Regie? Ja. Diesmal klappt es. Das war der Geierkönig. Ah. Lag ja den ersten. Rax pusht hinten nach. Muss aufpassen, kurz steht. Mitte oben steht Nuki. Push trotzdem nochmal nach und holt den Doppelkill. Also, rotzfrech, erfolgreich. Ja. 4 gegen 2. Xoxo muss traden. Schafft er. Schöner One-Click. Aber unter ihm, da steht Faven. Und laufen einer vorbei. Starkes Timing. Für die sieht ihn. Sicher geholt den Shot. Und YZ ist alleine. Ja. Ich weiß, wer Onside steht, könnten sogar zwei sein. Und hat noch 40 Sekunden, also ein bisschen Zeit kann er sich lassen. Ja. Popflash kommt von unten, aber Lacke endet mit der AWP. 14-6. Ja. Und das Geld, das ist nicht gerade rosig. Also sind zwei Spieler mit jeweils 4000, drei Spieler, Entschuldigung, und zwei mit nur zwei. Ja. Und daher sehen wir drei AKs und zwei Pistoleros. Forcen, gehen auf den Sieg, ganz klar. Und das holen sie noch. Gut, klar, man kann doch, gibt doch die, natürlich kann man sagen, okay, wenn man wirklich sieht, wir haben keine Chance, zum Beispiel, wenn es jetzt, keine Ahnung, 15-0 steht zur Halbzeit. Ja. Oder, das ist jetzt ein bestes Beispiel, steht 15-3 oder 14-3 und man sagt, okay, Jungs, wir beenden die Map und konzentrieren uns vollkommen auf die Map 2. Ja. Das kann man auch machen, ja. Ist sehr selten, natürlich, wenn wir irgendwo versuchen, immer noch alles Mögliche rauszuholen. Wenn man sich an dieser Map festbeißt und wirklich so nur merkt, wir bekommen nur ins Gesicht. Ja. Aber man hat sich hier selbst noch nicht aufgegeben. Drei AKs gegen eine AWP. Und vier Rifles stehen vor der A-Side. Mitte. Da pusht Jin schon nach oben. Sieht, Mitte ist komplett frei. Und jetzt geht's los Richtung A. YZ pusht jetzt rein durch den Molotov. Spraydown sitzt nicht. Da haben sie keine Chance. Oh. Also der Spraydown
Das, wir haben ihn zwar nicht ganz gesehen aus der Ego-Perspektive, aber er war schön. Ja, keiner gestorben. Spray bei E-Wave überhaupt nicht gepasst, muss man sagen. Man kam einfach nicht raus. Der Molotow lag vorne. Kugeln sind nicht so reingegangen. Geht's in die potenziell letzte Runde. 9 Matchpoints. Das wird nochmal spannend. Auch das erstmal Mitte einzunehmen. Faven zum ersten gegen Nice an der Rampe. Währenddessen Underground noch steht. Jin smoked sich einmal ab und könnte hier gleich schon erfolgreich sein. Schaut nach unten. Den gesehen. Sieht den Kopf. Jin. Hat er nicht gerafft, glaube ich, jetzt. Er hat ihn wirklich nicht gesehen. Nee. An dem Sprung holt er ihn. Lechpin kommt rein, schaut nochmal Nassi den zweiten auch noch. Pulch komplett blind. Der ist von zurück, hat jetzt Hilfe vom Connector. Und Ultimate gegen Rax. Nicht erfolgreich. Die Wise Wizards gehen mit 1 zu 1 Führung durch den Sieg von 16 zu 6 gegen E-Wing. Das war jetzt nicht ganz passend. Nun, das war mal eine Demonstration. Ja. Nach, ich weiß nicht, fünf Runden, fünf oder sowas gestanden. 5-5. Und danach noch eine abgegeben. 16-6, glaube ich, ist ausgegangen. Mhm. Krass, das war wirklich eine Machtdemonstration. Schauen wir mal, wie es auf der zweiten Map aussieht. Wir machen kurz Werbung und sehen uns gleich wieder. Zurück mit einem herzlichen Mikrofon. Oh, mein Mikrofon. Hallo, willkommen zurück. Der da will nicht reden, also mache ich. Willkommen zurück. Da ruft gerade Gunnar Krupp an. Da gehe ich doch mal kurz ran. Lautsprecher. Nein, oh, Gunnar hat aufgelegt. Was soll das? Ich rufe Gunnar schnell zurück. Der wollte bestimmt was Wichtiges. Ja, erstes Match vorbei. Weil wir das führen mit 1-0 nach einer doch noch starken Performance auf Mirage. Also ganz spannend am Anfang. 5-5 hat es gestanden und dann ja, ging's. Ist besetzt jetzt. Wahrscheinlich versucht er, mich gerade anzurufen. Dann ging's los. Dann haben sie aufgedreht und dann ja, die erste Map ziemlich schnell klar gemacht. Also 16-6 die erste Map. Jetzt geht's auf Cash, beziehungsweise in wenigen Sekunden, Minuten. Und Cash haben wir gestern im Voice-Out schon gesehen. Da war's. Die haben da ordentlich hier Aim spielen lassen. Ja, wenn deine Prediction stimmt, wo man ja sagen muss, die letzten Male lagst du da ja ziemlich richtig, dann wird da jetzt ziemlich drüber gefahren. Hoffen wir mal, dass es nicht eine zu krasse Vergewaltigung wird, dass wir hier noch Probleme mit unserer Sendelizenz kriegen. mal schauen. Das könnte jetzt natürlich sehr schnell gehen. Nach dem, was wir gerade gesehen haben, also die Wizards einfach im Aim sehr überlegen, sodass sie auch schon ja, ihr Spiel komplett offensiv geschaltet haben, sind als CTs komplett rausgepusht, haben einfach die Duelle gesucht, fast alle gewonnen. Das sieht nicht so gut aus für E-Wave. Wenn die jetzt nicht richtig, richtig krass abliefern auf Cash, wird das vermutlich nix. Und dann heißt das Finale Wise Wizards gegen Mystics. Und da, also ich glaube ja, ne, nach dem, was ich eben schon gesagt habe, so wie die Wizards aimen, wird es auch für Mystics eng. Aber ich lasse mich überraschen. Wie läuft Projekt 100K? Muss man mal kurz nachgucken. Also, gerade schon gesehen, unfassbar, irgendwie 124 Retweets. Das war mega krass. Richtig sick. Schaffst du es diesmal, sowas zu machen? Na gut. Ja. Für den Chat, ihr seid die Geilsten. Noch 230. 230 Leute. Jungs, ich sag's euch, Fake Accounts. Meldet Omi bei Twitter an. Alle. Man braucht auch einen Twitter-Account. Also Hashtag Altersheim. Man kann ohne Twitter nicht mehr leben. Nee. Kappa. Hashtag Altersheim wird auch irgendwann kommen. Da sollte man drauf vorbereitet sein. Hashtag Demenz. Vielleicht hilft das ja.
Und ja, und natürlich 350k Abos auf YouTube. Ich weiß gar nicht, wie weit wir da sind. Mal nachgucken. Da sind wir, glaube ich, auch knapp davor. 349.334. Wenn wir das beides heute schaffen, das wäre natürlich, dann kündige ich, da habe ich alles erreicht, alles gesehen. Nein, ich kündige nicht. Es sei denn, ihr wünscht euch das. Sucht euch das aus von beiden. Was wollt ihr lieber? Wollt ihr, dass ich hier bleibe? Also ich will nur die Follower für unseren Account. Ich sitze so ein bisschen im Schatten, ne? Irgendwie ist das, ich müsste kleiner sein vielleicht, damit ich im Licht sitze. So. Oh nein, fuck! Ich habe meinen Rechner ausgemacht. Wie ist das passiert? Oh. Vielleicht, weil ich das Stromkabel gezogen habe. Einmal mit Profis. Nee, hä? Doch. Lol. Und ich hab's noch gesagt. Du hast es ja nur schon fast gemacht. Ich habe übrigens gehört, es gibt eine Petition. Es gibt eine Petition? Es gibt eine Petition, ja. Das habe ich mitbekommen. Dann gibt es eine Petition, die heißt, lass den Metzger für immer hierbleiben. Oh, Tatsache? Geil. Das ist ja super. Da, ich unterschreibe da auch gleich. Mir jemand mal bei Twitter oder so den Link schicken, bin ich sofort dabei. Finde ich super. Dann könntest du Team Limited jeden Montag casten. Das wäre auch super. Hätte ich kein Problem mit. Wer dabei. Mit Andi zusammen. Der betrinkt sich nur. Das könnte sogar lustig werden. So, wir sind in Game. Warten auf die Leute, die ersten Join gerade schon. Wie sieht's hier aus? Weißt du, welches Team stärker ist? Auf welcher Seite? Ich denke mal, dass die Wizards am Anfang wieder sich rantasten. Mhm. Also gucken, wie spielt E-Wave, was machen sie, wie stehen sie, rotieren sie schnell, langsam, Granaten-Usage. Und ich denke, wenn sie das rausgefunden haben, werden sie wieder versuchen, auf die jeweilige andere Seite oder eben einfach drüber zu fahren, zu pushen. Und ja. Ich glaube, E-Wave wird damit anfangs Probleme haben. Ich hoffe es aber für sie, dass sie ziemlich bald rausfinden, was die Wildfire spielen, wie sie pushen. Mhm. Und ja, dann hoffentlich zurückkommen können. Ja. Hört bitte auf zu reden. Oder ich spiele mit Knife. Also, Ansage von Jin, wir sollen aufhören zu reden, ansonsten spielt er nur mit seinem Messer. Geben wir ihm, oder? War das an uns gerichtet? Ja, ich glaube schon. Das ist eine Frechheit. Ja, dann spiel doch nur mit deinem Knife. Nee, ich kann das nicht. Noch lacht der Timo, aber er wird dann nicht mehr rausgelassen. Romantisch. Ich habe gehört, wir werden nachher Schlüssel weggeworfen. Das ist korrekt. Also auf Cash kann man jetzt auch nicht wirklich sagen, ob E-Wave da jetzt einen Vorteil hätte, wenn sie auf CT anfangen. Denke ich, weil die Wizards auch als T ja da stark drüber fahren können. Ich glaube, es liegt wirklich, wie sie sich in den ersten paar Runden schlagen. Ja. Wenn sie da wirklich für die Wizards unberechenbar spielen, dann glaube ich, dass sie da wirklich gute Chancen haben. Allerdings müssen sie erstmal packen. Ja. Einer fehlt noch auf dem Server, dann kann es losgehen. Wann kommt das Finale, fragt Mr. Shuri. Im Anschluss direkt, ja, oder? Nach ja, dem direkt, also so denk mal so ein paar Minuten noch dazwischen. Ja. Und dann kurze Pipi-Pause für den Sieger. Und dann wird's abgehen. Das machen wir auch zu dritt, würde ich sagen, oder René? Zum Finale kommst du auch mal vorbei. Ich würde sagen, zu viert, die Regie macht auch noch mit. Hier gibt's Chips. Hier gibt's Chips. Na. Was ist aus dir geworden? Wir starten in die Knife Round. E-Wave, schnell in der Mitte. Auch die Wizards sind da. Ah, eine schöne Kette.
sind immer oben drauf. Also kleiner Vorteil vielleicht. Ja, spielen sie schön zusammen. 2-4, trotzdem der Vorteil bei E-Wave und Faven. Wieder. Vollständig überwendet. Und den ersten. Ah, den zweiten fast auch noch. Das war ganz schön knapp. Tatsächlich. Aber hat er nicht gemacht. Das war eine nette, echt noch nette Idee, können. Ja. Ja, E-Wave holt wieder die Knife Round, fängt wieder als CT an. Mal gucken, ob sie ihm dieses Mal hilft. Viermal Kefla bei E-Wave, viermal bei den Wizards. Auf beiden Seiten eine Smoke, ein Kit bei E-Wave, Doppelflash bei den Wizards. Und die gehen einfach mal in Richtung Main. Flashbang ist raus, Drax pusht schnell, währenddessen Xox das Ganze defensiv vom K aushält. Smoke kommt raus, schießt auf Prediction und die Bombe. Die Bombe läuft Richtung B. Da muss Jin aufpassen, denn hinten ist YZ mit der P2000 in Toxic. Hört die Steps, kommt rum, trifft den ersten Headshot nicht fast. Holt ihn doch noch, den zweiten. Ah, Jax angeschossen, ist wieder von beiden Seiten gepusht, muss er aufpassen. Muss Schaden machen, ganz, ganz knapp. Und der Vorteil, der ist da. Ja, unglücklich schon. Da ist es nur noch Ultimate. Ah, sie sterben hier wie die Fliegen. Wird jetzt gepusht sogar von Lucker, der hier Low HP hat. Will einfach komplett unverschämt den Frag ziehen. 1-3. Afterplan Positions sind eingenommen. Diffuse Kit hat er aktuell nicht in der Hand. Und der Mega Headshot. Also, die Wizards mit einer schönen ersten Runde. Die Headshots sind geflogen. Allerdings, E-Wave, YZ hat's auch für Pistole gehabt. Ja, auf jeden Fall. War da ein bisschen unlucky, dass er den ersten Headshot nicht sofort trifft. Dann hätte er vielleicht den zweiten noch holen können. Dann hätte es anders aussehen können. So wird er gepusht und dann, ja, die drücken halt einfach auch so hart. Faven in der Mitte, sieht Zed. Spreon sitzt nicht ganz, holt den Kill doch noch. In der Smoke steht Nein. Und da kommt Kirby einfach raus. Komplett blind gewesen, keine Chance gehabt. 5-3. Pushen gemeinsam auf B, da stehen 2 CTs. Tired mit der Deagle, trifft den ersten Shot, aber onside stehen sie direkt. Xoxo kann noch einen rausnehmen. Und es liegt ein Ultimate. 1-4, Deagle Kevlar gegen wieder die AKs in der zweiten Runde. Ja, krass. Diesmal ist nicht daneben gegangen. Trotzdem merkwürdig. Dass sie nicht SMGs spielen, finde ich. Natürlich, wenn man jetzt sein Aiming nur auf Pistolen und AK auslegt, ja. Natürlich ist da eine gewisse Routine drin. Und wenn man dann sagt, okay, wir gehen auf dieses riskante Gameplay, kaufen allerdings nicht nur einmal AK, sondern direkt 3-4 Mal und haben damit richtig krasse Firepower unterm Hintern. Also. Ja. Ja, es ist halt. Wie du schon sagst, es ist halt schon sehr riskant, ne? Weil haben wir auf Mirage gesehen, was passieren kann. Oh, Daddy muss aufpassen. Und nicht mal den Doppelspray. Von hinten pushen sie schon von B. Da kommen sie einfach weiter. Und das ist so ein Aimbot. Einfach umgeschossen. Keine Chance. Lucker, da perfektes Galil-Aim. Wie schnell der da auf den Köpfen drauf ist, das ist ja eine Frechheit einfach. Das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden durchschnittlichen Counter-Strike-Spieler. Ja, jetzt liegt es an E-Wave in der Buy-Round. Jetzt haben sie die Möglichkeit, mit allem gegenzuhalten. Ja. Natürlich, die Wizards in den ersten zwei, drei Runden schon direkt offensiv zugange. Also wirklich einfach drauf, alles umrennen. Was sich wieder boosten. Der schießt ganz von der Mitte an. Da stehen sie zu zweit. Ah, nice, ja, diesmal dem ersten. YZ kann auch traden. Der Vorteil ist da. Nice Spray von YZ gerade. Derby hat ihn gesehen. Fuß gesehen. Molotov kommt. Der dürfte sitzen. Müsste ihn rauszwingen. Tut er auch. Faven ist oben da. Whitebox steht noch. YZ weiß natürlich 3 gegen 3. Wir müssen jetzt defensiv gehen. Wir dürfen hier keinen weiteren Vorteil geben. Und Faven pusht einen Rückgriff nach oben. Flashbang kommt. Trifft ihn nicht. CT steht. Steps sind gehört. Onside noch Ultimate. Aimt das Ganze ab an Elektro. Sie kommen rein. Sich für ihn auf zum zweiten. Da ist die M4 leer. Da hat er schön. Wenn er noch einen Schritt rausgeht, stehen sie in einer Reihe für ihn.
und Xoxo muss es retaken. 1 gegen 2 hat eine Flash. Wirft er Richtung Mitte, um anzufaken, dass er über Highway kommt. Und Laka schaut Richtung Highway, Faven Richtung Z. Und jetzt weiß er's. Main steht. Hat ihn gesehen. K aimt ihn ab. Headshot sitzt nicht. An der Bombe, die liegt offen. Close Distance, ein Messer in der Hand. Laka hat hier mega viel Glück. Da kommt er, holt den Headshot noch. Aber Faven ist instant da, um zu traden. 4-0 für die Wizards. Der wollte ihn doch schon wieder messern. Das arrogante Schwein. Ich glaube auch. Das sah ganz danach aus. Ja, das ist eine ordentliche Rasur, ne? Die gehen komplett glatt nach Hause. Die E-Wave-Jungs. Wieder in der Eco jetzt. Rax wieder oben drauf. Nice, ist defensiv. Unten, auf, geht close. Und da natürlich die perfekte Flashbang gehabt, um hier mit rauszugehen. Und vielleicht schafft das hier Tired noch mit der Deagle. Er hat die Bombe vor sich. Mm. Komm jetzt in die Mitte, komm mit Deagle. Oh, dann ist der Headshot nicht. Ultimate ist alleine im Z. Hat hier Derby gesehen. Da kommt der Bait mit der Pistole. Und E-Wave, so langsam müssen sie versuchen, da was gegenzusetzen. Natürlich sehr, sehr schwer gegen ja. 5 White Wizard-Spieler, die gerade vom Aiming her on point sind. Also fast jeden Spray treffen, jeden Headshot ziehen. Also eben in der Buy-Round, muss man sagen, sah das ja nicht schlecht aus. Haben 2 Leute geholt in der Mitte. Haben die Wizards nochmal dann umgebogen, aber da waren sie ja nicht komplett unterlegen. Na, da sieht er schon mal ein paar Hits. Ja, beide minus 50. Pushen jetzt auf die A-Side drauf, auf die B-Side drauf. Rotation ist da. Taya zum ersten. Xoxo kommt hinten aus der Dusche mit der USB. Sie fallen beide. 3 gegen 3. HP-Vorteil bei E-Wave ist weg, denn auch diesen ist mittlerweile angeschossen. Und von hinten. Nice. Möglichkeit. Sieht Laka. Bombe ist down. Bombe down. Und Derby. 1 gegen 3. Ich muss damit rechnen, dass Mitte ebenfalls kommen könnte. Bombe ist down. Hört die Steps. Pusht schon mal ein bisschen raus. Unten close. Jawohl. Holt den ersten. Er weiß natürlich nicht, wo sie stehen. Schießt hier einmal durchs Gatter. Da hat er mega Glück. 30 Sekunden. Untergedroppt. Molotov kommt rein, dass wenn es nicht boosten, wenn es nicht nachpushen kann. Aber hinten, da steht noch immer Tired oben im Heaven. Und Derby muss drauf gehen. 20 hat er noch. Hat noch eine Flashbang. Schaut in CT, sieht nichts. Taya kann den Vorteil haben. Pusht aber nicht raus. Also sie warten beide, bis die Bombe wirklich gelegt ist. Defensiv gelegt, kommen von beiden Seiten. Aimen ihn ab. Derby mit dem ersten. 1 gegen 1. Und Taya ist oben. Der holt den Doppelkill. Derby. 1 gegen 3 Klatsch. Wahnsinns-Performance. Nicht übel. Meine Herren, also das zeugt von Klasse. Auf jeden Fall. Also der zweite Headshot war schon krass. Es ist unfassbar, wie schnell die sind, ne? Das ist schon sehr, sehr krass, ja. Und jetzt haben wir es Laka mit der Autosniper. Also überlässt nichts dem Zufall. Natürlich wieder Pistol Eco Round, also Sparrunde bei E-Wave. Das reicht für Pistolen und Kevlar. Toxo bekommt direkt. Hat er ihn tatsächlich getroffen. Am K. Ja. Push natürlich raus auf die Side. YZ ist da, bitte 50 von oben. Sie holen den Doppelkill. Mhm. Und dann ist da Faven mit der AK. Den Spray gerade noch so connected. Von hinten wird schon gepusht in die Mitte. On zu hinter 2. Da braucht einen Hit setzen. Ein Ultimate hat die AK in der Hand. Muss aufpassen. Links pushen sie ihn. Holt die Bombe. 2 gegen 2.
Main steht, Tür steht, die Autosniper schießt auf Prediction durch, ist alleine, weil Yellow kommt und da kommt Derby durch die Smoke. Ah, wieder Derby, der es klar macht, 7-0. Ja, kann man auch, da hat man schon ein bisschen Mitleid mit E-Wave. Kann man hier nicht mal sagen, was, dass, ob die irgendwas anders machen sollen. Es ist ganz schwer, weil die Wolves einfach sehr, sehr aggressiv spielen und dadurch meistens immer den Entry bekommen, auf die Seite draufgehen, die Side clearen. Zeit mit AWP. Vielleicht erfolgreich diesmal. Sie tummeln sich alle fünf, boosten sich das weit oben drauf, den Run-Boost, der kommt rein, aber nicht. Jetzt kommt er. Da kommen sie, bitte direkt zwei Leute an, pushen ihn, zweiten Shot nicht connected. Xoxo ist da, holt sich Lacker ab, der war angeschossen. 3 gegen 3. Bombe auf der Seite drauf. Ozzy sieht ihn, der Spray sitzt nicht. Molotov kommt vielleicht ein bisschen spät. Derby kann aber legen. Wir sehen es auch wieder. Perfekte Aftermath Positions. Faven deckt die Mitte, Derby deckt hinten den Vent ab und CT. Und Faven steht einfach, und Jin steht onside, Entschuldigung. Pusht nach, Ultimate, 1 gegen 3. Kitty, aber Faven. Sieht keine Chancen mehr. Ja. Ja, die Wizards machen schon ein bisschen Fun. Ja, ja, die machen das perfekt. Ja. Die spielen das perfekt aus. Die wissen, okay, vielleicht wissen sie, okay, E-Wave sind aim-technisch nicht so stark wie wir. Schaffen es vielleicht gerade mal ein oder zwei rauszunehmen. Mal sehen wir es wieder. Trifft den AWP-Shot nicht. Das heißt, Derby kann sogar einfach ganz reckless hinter 5-7 noch pushen. Also, ja. Von daher geht man einfach drauf. Ja, also ich meine, wenn man so merkt, dass man jetzt auch langsam warm ist und sein Aim gefunden hat und einfach merkt, dass das funktioniert. Klar, wirft man zwei Flashes, geht hin und schießt halt um. Natürlich jetzt die Wildcards in der 8. Runde sind sicher der Führende in der ersten Halbzeit. An Tür sind 2. YZ verbrennt jetzt zu Tode. Ah, kommt Emil ganz kurz raus, rett mit 13. Das ist nice. Om von Heaven macht nochmal Schaden gegen Rux. Vorteil für E-Wave, denn sie haben noch 5 Spieler, aber Rux und YZ sind beide angeschossen. Ja, Teil raus, Ultimate. YZ, vielleicht in der Smoke, wenn sie durchpushen. Flashbang geht auf, geht nicht gut, er trotzdem holt den Headshot. Und das darf halt nicht passieren. Die müssen dann einfach, na klar, er dreht sich weg für die Flashbang, die auch gekommen ist, aber ja. Die geht halt nicht vor ihm auf und von daher, Rux macht das perfekt. 2 gegen 2. Kommen aus Main. Kommen von Highway. Pop Flash geht auf, aber trifft ihn nicht. Lacker oben. Sieht ihn oben nicht. Den gar nicht gesehen. Und dann kommt nicht Xoxo. Last Man Standing. 1 gegen 2. Geht auf der Side drauf. Lächelt sich einmal raus. Pop Flash kommt. In der Smoke wird angeschossen. Und das ist die erste Runde für E-Wave. Huhu. Wenigstens die Ehrenrunde auf jeden Fall schon mal geholt. Bloß nicht zu null. Wie wir gegen Expert. Oder es wird jetzt nochmal das Comeback des Jahres wie Alligator. Wir schauen mal. Natürlich, die Wizards noch mit genügend Geld auf der Bank. Derby in die Mitte. YZ ist blind, kann nicht reinschauen. Flashbangs kommen, aber nice mit dem ersten. Faven kommt oben, verbrennt jetzt hier ein bisschen an. Instant Raid Kill springt oben drauf. Cross Molotov kommt und er ist der nächste, der dritte. Ganz, ganz knappe Sache. Hätte da der Headshot getroffen, wäre der Kill da gewesen. Derby muss aufpassen. Hinten Dusche steht, Bombe ist down und Jin im 1 gegen 3 holt sich Dusche ab. Kein Problem. Bekommt die Tags durch die Door, durchs Metall, springt auf die Side. Liegt sogar etwas offensiver. Granate trifft ihn natürlich nicht deswegen. Und er schaltet sich in CT rein. Oh, er macht das perfekt. Das ist krass. Wenn er jetzt Heaven geht, haben die keine Chance. Und sie sehen, die Bombe ist offensiv. Sie müssen damit rechnen, dass er CT steht oder Heaven. Und Jin kommt von oben. Alles Gute kommt von oben.
Jin, komm mit defused. Ah, aber er holt den Headshot. Zweite Runde für E-Wave. Von dieser wichtig, dass sie eben Geldbonus bekommen fürs Gewinn der Runde und wieder ordentlich reinkaufen können. Machen können gelegt Wizards werden. Natürlich immer noch genug Kohle diese Runde und auch nächste noch zu kaufen. Selbst wenn sie die verlieren. Immer noch 8000 auf Derby. Also der hat noch... Ja. Kannst noch ein kleines Haus kaufen. Ein ganz kleines, aber ein schönen Karton. Ah. Holt Lacker den ersten, bevor die Smoke aufgeht. Der Lacker. Sogar fast der Doppelkill von Nice. Schafft er nicht ganz mit der MPS. Aktuell die A-Side komplett offen. Sie geben in den Raum und Ultimate weiß er jetzt auch, das merkt er. Hört die Steps im Highway. Bombe ist auf der Zeit drauf, Molotov. Kann hier nicht gescheit pieken. Und Lacker steht bloß. Lichtbin kommt rein. Hört den Schaden durch den Molotov. Was? Was? Was war das denn gerade? Die haben Mega-Dusel gehabt. Flecht sich nochmal rein. Was versucht macht nochmal. Er blickt, dass sie hier in der Smoke stehen, dass sie darauf warten, dass die Smoke weggeht und fadet. Und ja, die beiden gehen noch in den Safe rein. Also versuchen irgendwie ein Crossfire aufzubauen, dass sie nicht pushen können. Wack, wack, wack. Ich bin jetzt wieder im Nachteil. Eine M4, eine AK, der ist mit Pistolen. Sagst du mal guten Nate, schieß in die Smoke rein. Kommt er gerade noch durch. Faven ist da fast down gegangen und trotzdem holen sie Mitte wieder. Mitte eingenommen. Schön selbst geflasht. Ja, muss aufpassen. Heaven steht, bekommt Attack auch auf 6. Also drei Spieler in der Wizards jetzt angeschossen. Ja, 2, 6 und 27. Das könnte für Iris sogar gar nicht mal so schlecht sein. Sie könnten hier wirklich die Runde noch holen, wenn sie denn die Spieler schon rausnehmen. Das können das. Also da jetzt eine HE rein, ne? Tired Onset hat eine schöne Smoke, dass er die Füße sieht. Kommt rum, holt sich Faven ab. Erster ist raus, zweiter ist raus, von oben kommt YZ hinten dran, pusht jetzt Derby und Tired im 1 gegen 2. Rax auf 6, Derby auf 100. Lechbin kommt. Kommt mal rechts rum, 19 HP, der Tech war nicht gut. Da kommt er und Derby hat das ganz sicher. 10-2. Die Wizards wollen ins Finale. Das Gefühl habe ich auch. Das merkt man. Hier Dolby in der Smoke, muss aufpassen, bitte shit close. Nice, push 3, hat die Waffe nicht in der Hand. Nicht. Guck dann weg. Und da kommt noch der Teamknife dazu, also. Was ist denn hier los? Immerhin ist der Vorteil da, 5 gegen 4. Man hat Kevlar und die LK, was sich im Endeffekt richtig gut erweisen kann. Ja. Aber die Wizards immer noch mit der Autosniper in der Hand und Lacker pusht die einfach reckless rauf. Kommt Richtung CT, holt sich YZ. Und die Headshots, die fliegen einfach nur. Versucht jetzt hier durch die Wand. Hat auch den noch. Mit CZ. Ja, Lacker ist da close. CZ holt den Shot, switcht auf die Auto-Tacker. Von hinten natürlich kommt instant Rax hinterher. Sagst du, beschwert sich, dass er eine leere Waffe kriegt. Aber es ist doch schön zu sehen, dass sie auch immer noch gute Laune haben. Ja,
Na, versuchst du den Wallbang durch die Doppelwand. Geht wieder schnell auf B. Tired ist da mit der M4. Dreht sich um, holt sich Jin. Switcht auf die AK, aber Derby in der Mitte. Passt auf, lässt nichts anbrennen. Wildbug steht noch, den holt er auch. Die Headshots fliegen hier nur so. Zock so mit der CZ. Geht durch die Smoke, bringt raus. Die sind alle angeschossen. Die sind alle low. Das ist die Möglichkeit für YZ. Die haben alle unter 30 HP und Faven sneakt durch die Smoke durch. Der Spreadon sitzt nicht. Letzte Runde, erste Hälfte. Wir wagen trotzdem mal einen Blick aufs Scoreboard. Auch wenn der Spielstand eindeutig ist. 22-6. Derby tritt auf, Faven tritt auf. Wir sehen bei E-Wave alle 7 bis 9. Also doch sehr, sehr ausgeglichen. Ja. Zumindest unter den Teams. Sie versagen als Team. Ah, oh, offensiv erfolgreich. Raven ist raus. Auch Ultimate, gerade wo die Smoke aufgeht. Und Laka muss aufpassen. Unter ihm steht Nice. Und er muss ihn gehört haben. Aber gerade als er sich umdrehen will, ist Laka einfach schon da. Trotzdem der Vorteil für E-Wave. 3 gegen 2. Derby und Jin haben beide Full Life. Pushen jetzt auf B drauf. Unten ist Xoxo. Der muss defensiv bleiben. Smoke geht rein. Hört die Steps. Ah, schießt er einen Ticken zu spät. Derby und Jin. Unter der Box. Molotov noch in der Hand. Kommt Richtung Heaven. Perfekten Moment. YZ muss weg. Und Derby kann CT up-aim. Sie lassen sich Zeit. Sie haben Defuse-Kit. Möglichkeit ist da. Ja, pushen jetzt Derby schaut nach hinten. Pushen raus. Steps sind da. Jin zum ersten, zum zweiten. Die laufen mehrfach ins Fadenkreuz. Ja. Der dritte fehlt nicht. Er bewegt sich nicht mal. Bleibt einfach stehen und drückt. Schön ins Gesicht nahe. Mal gucken, meinst du, die machen jetzt ein bisschen Quatsch? 13 zur Halbzeit. Sie haben genug Abstand, um sowas zu machen. Ja, jetzt einfach mal, keine Ahnung, zu fünft Mitte zu pushen oder so in der Pistole. Wir werden sehen. Dreimal Kevlar, Granaten. Ich denke, dass sie die ersten Runden wieder Serial spielen werden. Ja. Fünfmal Kevlar bei E-Wave. Naja, die ersten Runden, sie brauchen noch 3. Aber wahrscheinlich wollen sie es jetzt auch nicht unnötig hinauszögern. Ja, E-Wave geht erstmal aufs den defensiven Setup. Also erstmal abwarten. Mitte, Laka schon drauf auf dem Geländer. Und sie bereiten sich doch so ein bisschen für den B-Go vor. Raven, unterm Vent. Laka ist da. Kommt die Shots ab. Faven lässt ihn durchlaufen. Laka holt ihn sogar noch. Und er ist nicht gespottet. Kommt rum zum ersten, zum zweiten. Und damit hat er natürlich nicht gerechnet. Xoxo, Bombe aufgenommen, holt ihn ebenfalls von hinten. 1 gegen 2. Sieht die Schulter. Er hat die Schulter gesehen von Derby. CT steht. Derby muss rauskommen. Tut er aber nicht. Bleibt noch drin. Unentdeckt. Und Xoxo weiß. Wenn schon stand, das heißt, Derby kann jetzt schon Highway hochgehen. Mhm. Oder aber auch hinter ihm kommen. Natürlich, die Steps hören sie beide. Sie hören einmal die Steps vom Team, vom anderen, vom Gegner. 50 HP auf Xoxo, pusht auf die Side. Derby versucht im Sprung. Ich bring da beide im Burst-Modus. Und Jin ist dann instant da, auch schon geschoben, um den Headshot zu setzen. 14-2. E-Wave. Man könnte fast sagen, nach den ersten 10 Runden auf Mirage, wo es sehr, sehr knapp war, ist eigentlich eine 14-2 hier schon fast ungerecht. Ja, das stimmt. Aber es war ein bisschen abzusehen. Derby wieder mit einer Shotgun. Mit 2 Shotgun sogar, Rex auch noch eine.
pushen jetzt hier B leicht nach vorne, hinter die Smoke. Bugs ist da im Sprung, hat ihn gesehen. Flashbang kommt, trifft ihn nicht, wird close. Im ersten, zum zweiten. Ja, da kein Problem mit. Ist der Meister der automatischen Shotgun. Ja, nice alleine. Pushen ihn mehr von hinten. 50 HP, Bombe liegt offen. Schießen sie durch die Wand durch. Ah, und über den nächsten. Zweiten. Den dritten. 5 Schuss, er muss nicht aufpassen. Er wird gepaget mit den Rifles. Und Derby ist close. Hat ihn endlich. Jetzt hat er ihn. 15-2, die Wizards auf 13 Map und Matchpoints. Das wird aber nochmal spannend, du. Raptor fragt gerade im Chat, ob Platz 3 auch ausgespielt wird. Ja, parallel zum Finale ist auch Spiel um Platz 3. Zeigen wir also nicht, es sei denn, das Finale ist schneller fertig. Dann gucken wir da natürlich auch nochmal rein, wie es da aussieht. EWF hat einen kleinen Vorteil. Durch 2 Deagle-Headshots von YZ und Tired. Pushen auf B. Da ist Rax oben im Heaven. Ah, sie schaffen es immerhin, den Vorteil beizubehalten. Denn Jin steht auf A mit der Mac 7. Pusht auf die Side. Xoxo ist rechts, aber guckt nicht Richtung Y. Jin, er spielt mit ihm. Und gesehen. Springt, holt den Headshot. Ich weiß jetzt, wo er steht. Der kommt rum und den nächsten. Der macht doch keinen Spaß mehr. Wirklich nicht. Wenn man so gut spielt, sollte man einfach aufhören. Und vor allem anderen Leuten nicht das Gefühl zu geben, sie wären komplett wertlos. So wie mir jetzt gerade. 1-2. 15 Sekunden. Sieht ihn springen. Aber ich weiß, bin auch nur ein bisschen sauer, weil ich Hunger habe und René unten Chips isst. Spacken. Rax hat die AWP, aimt Main up. Währenddessen Jin versucht, ihn zu baiten, dass er rausläuft. Da schaut er und der AWP-Shot ist da. Weiß Wizards sind ebenfalls im Finale gegen Mystics. Geht's ran. Ja, 16-2. Für seine Ganzkörperenthaarung zahlt man viel Geld in einigen Waxing-Studios. Das war eine Machtdemonstration, ja. Ich sage, weil man auch gemerkt hat, das war nicht alles, was ging. Das war nur alles, wo sie gerade Bock drauf hatten, ungefähr. Also ernst hätten sie das Ding auch zu null durchziehen können, glaube ich, auf Cash. Bestimmt. Dann hätten wir, glaube ich, noch ein bisschen länger hier gesessen. Richtig, wären ein bisschen längere Runden geworden. Aber trotzdem, natürlich Wise Wizards vollkommen zu Recht weiter. E-Wave aber auch ein starkes Turnier gespielt. Ja. Glückwunsch an euch, Wise Wizards, halt einfach OP. Und wir freuen uns auf das Finale und machen davon noch mal ganz kurz Werbung.